Eine Hüftkopfnekrose ist eine Durchblutungsstörung des Hüftkopfes. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, zum Beispiel, wenn sehr starke immunhemmende Medikamente eingenommen werden müssen, etwa nach Organtransplantationen, oder wenn aus sonstigen Gründen starke Cortisondosen verabreicht werden müssen. Dann kann es dazu kommen, dass der Hüftkopf nicht mehr richtig durchblutet ist und er entrundet sich dann. Das heißt, die Oberfläche ist nicht mehr ganz glatt und in solchen Fällen muss man dann auch gegebenenfalls eine Endoprothese einsetzen.